Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen am Challenge-Tag Nummer 21 and the snow is melting, also so langsam schmilzt der Schnee, aber heute Morgen kommen wir auf jeden Fall nochmal in weißer Pracht raus, aber ich habe schon ein bisschen Schiss davor, wenn das alles zu matsch wird, weil dann saut sich der Harrison bestimmt ziemlich ein. Ja, gestern habt ihr ja gesehen, gab es lecker Greek-Style-Essen und heute wird auf jeden Fall der erste Cheat-Day seit der Challenge sein, beziehungsweise vielleicht auch nur Cheat-Meal, weil heute Abend sind wir bei meiner Tante auf dem Geburtstag eingeladen und da gibt es Gulasch und Nachtisch auf jeden Fall und ich weiß gar nicht was noch, aber auf jeden Fall leckeres Essen und da werden wir auf jeden Fall zumindest heute Abend ein Cheat-Meal einlegen. Wie es heute den Tag über aussieht, weiß ich noch nicht. Mein Frühstück habe ich so wie immer gerade zu mir genommen, also Garcinia, Aloe-Gel, Shake, Term. Ja, und meine Dinge, die ich halt täglich noch nehme, seht ihr ja immer auf unserem Insta-Profil und ja, dann werde ich einfach mal gucken, ob ich heute Mittag schon irgendwie ein Cheat-Meal einlege oder auch nicht. Das werde ich sehen, so wie ich quasi Laune habe oder so, wie wir Laune haben. Ansonsten ist natürlich heute angesagt Geschäftspräsentation. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne. Ihr könnt euch jederzeit einwählen. Jeden Montag 20 Uhr haben wir das. Und 20.30 Uhr haben wir wieder Team-Meeting. Und ja, ansonsten werde ich noch mit meinem Opa losgehen und für meine Tante einen Blumenstrauß kaufen. Und ja, einiges zu tun, zu lernen, zu arbeiten, so wie jeden Tag, so wie wahrscheinlich jeder von euch. So, dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal erstmal hoch mit meiner Morgenroutine und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Good morning in the morning. Wie traurig. Schmilzt alles dahin. Naja, soll wohl so sein, soll wohl auch so besser sein. Man weiß es nicht. Wie lange laufen wir? This way? Nehmen wir die große Runde. Ich weiß es gerade nicht. Ansonsten kommt mir alle gut in die neue Woche. Schönen Start in den Montag. Kein Stress, wie immer. Immer locker aus der Hüfte. Lasst euch nicht stressen. Weder auf Arbeit noch von Freunden, Familie oder. Ich weiß jetzt, was jetzt großartig anliegt. Ich bin nur ein bisschen verpeilt. Das ist gleich die nächste Stunde, was noch so zu machen ist. Genau. Harrison lässt sich wieder Zeit. Genau, wie immer. Und ja, let's go. Sieht alles noch so fertig aus. New Day haben wir ja schon gesagt. New Monday. Jetzt gibt's Frühstück für den Harrison und für mich meine Supplements. Challenge geht ja weiter. Und ja, ab dafür. Wenn ich jetzt euch zeige, wie ich sein Fleisch klein mache, das Gemüse dazu tue, ist relativ sinnfrei. Wahrscheinlich auch, wie sinnfrei es ist, eigentlich mich zu zeigen, aber ich mache es ja trotzdem. Also so viel dazu. Let's go. Supplements rein, gute Laune raus. Natürlich ein schönes Glas Aloe Vera. Brauchst du, musst du. Tatsächlich, ne, ein Vitalstoff, bitteschön, dankeschön, unbezahlte Werbung. Kleine ist am Futtern, nix stören. So, Kines, Servus aus dem Auto. Bin jetzt auf dem Weg in die Ikea. Richtig tolle Aktion. Da haben wir von unseren Auszeichnungen einiges im Flur hängen. Ne, kommst in den Eingangsflur rein, linke Seite. Auszeichnungen eingerahmt. Ne, DIN A4 Format. Eingerahmt. Zwei Stück, glaube ich, abgeräumt. Die sind komplett kaputschi. Ich wollte, weil das ja einige Auszeichnungen sind, so einen riesengroßen Bilderrahmen, Meter auf 1,20 Meter hoch. Will sagen, zwei Stück in die Ikea. Die haben irgendwas rausgeschrieben, was für Maße, Formate, blablabla. Aber noch ein paar andere Sachen müssen gekauft werden. Ist ja so typisch ist im Ikea. Ich habe keine Lust, aber muss sein. Ordnung muss sein zu Hause. Auszeichnungen gehören geehrt. Aber vielleicht schaffe ich es noch zum Friseur, aber heute Abend gehen wir noch auf den Geburtstag von der Ilse, von der Tante. Nicht zu spät kommen, deswegen gucke ich jetzt, wie schnell ich im Care selbst ankomme, wie schnell ich drin fertig bin und wie schnell ich wieder raus bin. Das ist die Challenge für mich jetzt. Ciao. So, angekommen. Uhr sagt 8:50 Uhr. 14.58 Uhr. Mal gucken, wie schnell ich alles beisammen habe und wieder draußen bin. Bilderrahmen checkt und halber die Nerven verloren. So, die Uhr war auf 48, glaube ich. Jetzt haben wir 20 nach. Also haben wir ganz in Ordnung und halber Nervenzusammenbruch wegen dieser scheiß Bilderrahmen. Ja, jetzt haben wir noch genug Zeit, wenn wir zum Berber. Seid denn auch gut.
Ja, da macht es nur die Sau her. Also, ich habe mal geguckt. Ich war im letzten Jahr beim Friseur. Also war es jetzt mehr als Zeit, hier die Seiten frisch gemacht. Die Jenny fragt sich auch immer, oder ne, sie weiß es ja, warum ich nach Ludwigshafen fahre zum Friseur. Und zwar habe ich da den Friseur meines Vertrauens, der Alim, im Haarstudio dort. Aber das Ding ist ja, viele, die mich noch nicht kennen, wissen ja auch nicht, dass ich Schuppenflechte habe. Und ich hatte vor einiger Zeit wieder einen massiven Schub. Vor allem habe ich den halt auch wieder auf der Kopfhaut bekommen. Und ich kann es jetzt schlecht zeigen, aber hinten ist alles voller Pünktelchen und was weiß ich nicht. Ist wieder, ne, habe ich einen guten Schub gemacht, die Schuppenflechte, die liebe Psoriasis. Und ich meine mir einzubilden, dass er der Einzige, also einer der wenigen ist, den es was ausmacht, mir die Haare zu schneiden. Weil ich war davor, um dem halt aus dem, um das zu umgehen, so weit zu fahren, das heißt so weit, sind glaube ich nur 20 Kilometer plus minus, ne? War ich in Grünstadt und ich habe dem Friseur gesagt, ey, schau mal, ich habe da Schuppenflechte, nicht, dass du denkst, ne, pipapo, vor allem nicht, dass du dich ekelst. Ist ja nicht so das Ding, als hätte ich das Problem, sondern die Leute ekeln sich ja viel mehr davor. Ja, das ist das eine Problem schon mal. Dieser verdammte Verkehr hier. Alter, ich schwör's dir. Mannheim, Ludwigshafen, furchtbar, das letzte Loch. Also verkehrsmäßig, ne? Das wollen wir mal so festhalten. Also ich habe ja das Problem und nicht die Leute, die jetzt mich dann quasi frisieren. Aber wie dem auch sei, dieser eine Friseur in Grünstadt, dann habe ich gesagt, ey, so sieht's aus. Ich habe da halt Schuppenflechte. Hat er gleich quasi seinen Stuhl abgegeben, hat gesagt, ein anderer Kollege soll mich schneiden. Also denke ich mir, okay, das ist halt ein richtiger Abfuck, ne? Ist ja nicht so, als würde ich das für gern machen oder so. Aber das ist halt so ein Riesenproblem. Also viel mehr für die Leute als für mich. Aber ich kann so oft sagen, wie ich will, das tangiert mich nicht. Ne? Also gut, ich habe die Schuppenflechte jetzt schon seit ich 21 bin, 22. Also schon richtig lange mittlerweile, 15, 16, 17 Jahre. 16 Jahre. Aber für die Leute ist es nach wie vor so ein Ding und beim Alim, der zeigt mir dann auch mit dem Spiegel, gerade eben hat er mir wieder mit dem Spiegel gezeigt, wo ich die Flecken habe, damit ich auch selber weiß, wo ich dann auch wieder einzucremen habe. Bei dem ist es auf jeden Fall kein Problem, deswegen nehme ich gerne die Zeit auf mich oder auch den Weg, hierher zu fahren und mich bei ihm frisieren zu lassen, die Haare machen zu lassen, weil es einfach total schmerzfrei ist, ne, was das angeht. Also die Blicke, wenn sich die Leute ekeln vor einem, das ist schon richtig krass. Ne? Also, kurze Storytime, wie dem auch sei, ich lebe jetzt schon so lange mit der Krankheit. Für die Leute ist es ein Problem, weniger für mich. Aber Haare wieder schön gemacht, schön die Seiten kurze, wie ich es gern habe und ab dafür. Jetzt geht es nach Hause, nochmal umziehen und dann geht es quasi schon in einer Stunde circa auf den Geburtstag. Und dann nehmen wir euch auch natürlich ein Stückchen mit. Alter, bin ich nass geworden. Alter, hier macht es halt auch monsunmäßig hier runter, ne? So, ciao. Meine Herren, so, jetzt bin ich dreimal die Treppen hoch. Beide Male, oder wie auch immer, vergessen, das Zeug aus dem Auto auszuladen. Klappt hier quasi die Aufbemalung. Hier ist ein Spielzeug. Soll dann so aussehen, mäßig mit dem Ganzen. Ja, und die Bilder an. So, schnell fertig machen. Und ja, ein bisschen Großvater abholen. Ja, dann geht's auf zum Geburtstag. Ja. Ja, Vorbereitung fürs Teammeeting später. Das hört niemals auf. Ich habe vorhin alles überlegt. Na, Mann. Ja, hey. Ja, klar. Ich denke, ich doch als Harrison. Ja, stimmt. Ja, das ist. Ja, allein voll. Jawohl, jawohl. Auch hier die Renate heute Abend. Die Geschäftspräsentation. So muss das laufen. Hier sind die Errungenschaften vom IKEA. Ich glaube, ich werde jetzt mit Harrison sein Regal noch zusammen montieren. Und vor allem, hier werde ich jetzt das eine Temu-Bild, glaube ich, reinmachen. So, hier ist jetzt das Temu-Bild. Ich habe es jetzt mal vorübergehend hier hingestellt. Mal gucken, ob man es vielleicht noch hier an die Wand macht. Aber immerhin, ich finde es ganz süß. So, jetzt hängt das hier auch wieder, weil die zwei sind mir nämlich gestern runtergekracht und kaputt gegangen und deswegen brauchten wir jetzt neue. Das ist unsere Wall of Fame, nennen wir es mal so. Also eigentlich geht die von hier, über hier, da oben, über hier,
über hier und über hier. Ja, unsere Hall of Fame, könnte man sagen, anstatt Wall of Fame. Kommt doch der Walk of Fame. Ja, also auf jeden Fall sind das alles so unsere Auszeichnungen. Im Groben erklärt, also das hier ist, Michael Strachowitz ist so eine Koryphäe, was Network Marketing angeht. Und da haben wir quasi einen wirklich mehrteiligen Wochenendkurs von ihm belegt. Hier, das nennt man auch einen Zertifikatskurs. Ein Zertifikatskurs, genau. Hier waren wir in Amerika, also haben quasi von unserer Partnerfirma die Zentrale besucht und da an einem Führungskräfte-Coaching teilgenommen und auch die Produktion unter anderem, ne, also waren in der Fabrik, wo die Nahrungsergänzungsmittel unter anderem produziert werden, und es ist auch hier ein Zertifikat, dass wir hier an diesem Führungskräfte-Seminar teilgenommen haben in Scottsdale, Arizona, und das hier sind quasi die Marketing-Steps, die wir schon erreicht haben. Also ist noch Potenzial nach oben, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Hier, das ist das Autoprogramm, kann man sich ein, bei uns kann man sich halt ein Auto, also man muss kein Auto kaufen, man kriegt monatlich 400 Euro extra und kann sich davon ein Auto kaufen, muss man aber nicht. Das ist unser Autoprogramm. Dann hier sind die Personal Trainer Lizenzen vom Dommer, hier Fitness Instructor B, Fitness Instructor A, Personal Trainer und Medical Fitness Trainer, das ist alles. Und hier ist meine Bachelor-Urkunde, ganz klassisch, Studium an der Fachhochschule, mein Bachelor auf Arzt BW, da kommt jetzt auch noch bald der Master hin. Hier ist nochmal Senior Manager Urkunde, ich habe zwei bekommen, weil es war Corona und da konnte ich die erstmal nicht persönlich bekommen. Und das sind meine Reiki-Urkunden. Reiki Grad 1 ist übrigens aber meine zweite. Ich habe Reiki Grad 1 zweimal gemacht. Und hier Reiki 2. Und da kommt dann noch die Meister, Reiki-Meister-Urkunde hin. Jetzt erstmal hier. Ne? Passend zu unserer Challenge, dass ich es jeden Tag sehe, sagt dir nicht, dass es leicht wird. Sagt dir, dass es sich lohnen wird. Ja, das mal im Schnelldurchlauf unser Flur, unsere Hall of Fame. Hier von meinem 40. Geburtstag letztes Jahr. Das war eine ganz gute Idee, die ich da hatte. Und zwar habe ich das mir selber gebastelt. Ich habe mir Vision Board Vorlagen, die gab es mal im Aldi letztes Jahr. Die waren so einzeln und die habe ich hier zusammengenagelt. 6 Stück, habe sie gestrichen und dann eben von jedem Gast hier zum Beispiel Polaroid gemacht. Und jeder hat mir da auch was hingeschrieben. Aber ich habe zum Beispiel hier auch von unserer Weihnachtsfeier ein paar Bilder vom Reiki-Kurs. Und das Bild hat da mal von seiner Mama quasi geerbt. Das hang bei ihr in der Wohnung. Und natürlich steht hier Dommagoi. Und deswegen hängt es jetzt bei uns. Genau. Jetzt mal kurz den Flur erklärt. Ja. So, Harrisons Regal ist auch gebaut. 15 Euro, Ikea. Genau meine Farbe. Farblich passend zu meinen Tiffany-Tütchen. Und die Spielsachen sind jetzt auch alle unter. Er kann da auch dran. Also ich würde sagen, wunderbar. Ich hoffe, dass ihr alle auch einen guten Start in die Woche hattet. Jetzt heißt es für uns nicht ganz Feierabend. Harrison bekommt noch was zu futtern. Ich gehe nur ins Büro, schneide diesen ganzen Vlog. Ja, genau. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren, darum geht's. Ansonsten heißt's. Guten Abend.